Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit unseren hussitischen Böhmen. Der letzte Krieg lief ja nicht ganz so optimal. Da muss man ein bisschen Geld blechen, aber ist okay. Müssen ja erst wieder Rekruten auffüllen und so. Aber bevor wir jetzt weitermachen, eine Sache noch. Vom 5. August bis 12. August bin ich jeden Tag online auf Twitch. Link dazu ist in der Beschreibung. Einfach Vagrant Versalis. Da findet ihr mich schon. Oder auf dem Link halt. Da werden wir ein bisschen in so Survival Games reinschauen und EU4 werden wir auch ein bisschen spielen. Am Wochenende habe ich ein kleines PvP-Match. Ist glaube ich abends erst, ja. Aber da gibt es dann nochmal später in den Streams Infos. Bei Urlaub und so die nächste Woche. Müssen wir mal gucken, wie wir die Woche drauf. Da habe ich nämlich auch noch Urlaub. Da bin ich aber Ende der Woche nicht da, aber Anfang der Woche. Da haben wir da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen streamen. Das Ganze natürlich ab um 12 immer. Also Samstag, Sonntag, da erst abends. 19 Uhr oder so, 18 Uhr, glaube ich, war das. So, mal schauen. So. Aber jetzt machen wir hier weiter erstmal. Wir sind da noch im Krieg. Der Krieg von Mailand gegen Venedig. Okay. Ja, anstatt Geld abzugeben, hätte ich auch hier ein bisschen Land abgeben können an die Walachei. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber okay, so geht's auch. So, wir haben keinerlei Rekrutenreserve mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Aber wir chillen jetzt eh erstmal ein bisschen. Ah. Ne, neu geladen und die Kollektion wird neu berechnet. Sind jetzt draußen, okay. Müssten mal so ein paar Kriege führen für Geld eigentlich. Optimalerweise. Sehr schon gut. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen bewegen, hä? Damit wir da noch ein bisschen Frieden machen können. Ach, Schlesien muss ich noch einen Start machen. Das habe ich auch total vergessen. So. Brandenburg werden wir ein bisschen klein machen müssen. Damit wir nicht so viel AE bekommen, wenn wir auch wasserlisieren wollen. Ne? Frankreich können wir ein Bündnis machen. Habe ich gesehen. Das machen wir auf jeden Fall. Habe ich auch schon eine Staatsehe gehabt. So, das sieht doch ganz gut aus. Mal gucken, wie wir dann mal den Osman behalten, weil den können wir eh nie reinrufen. Ne? Der hat ständig Schulden. Da bringt das auch nicht so viel. Leider. Ah. Oh. Können wir mal eben schauen. Frankreich hat auch ein bisschen Schulden. Aber nicht so viel. Die haben alle jetzt gerade ein bisschen Schulden. Mein Land ist böswillig. Das ist auch nicht so toll. Also von Österreich müssen wir noch die Gebiete erobern, bevor der eine Buff abläuft. Niedrig die Habsburger. Ah, nach 8 Jahren. Puh. Ah, 76. Oh, okay. Das wird eine enge Kiste, weil hier gibt es noch einen da wird der Modifikator dauerhaft, wenn wir das schaffen. Brauchen wir 6 Provinzen. Das wird. Müsste man einen Krieg nehmen. Ui. Na, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen so schnell. Ne? Müssen wir mal gucken. Am liebsten würde ich hier einen weißen Frieden machen. Den, aber die wollen nicht. Hm. Meine Untertanen haben halt auch alle keine einerlei, so, führen wir mal. Einerlei Rekrutenreserve, genau, das wollte ich sagen. Ist ein bisschen ärgerlich. So, wer sind noch im Krieg? Ist nur Venedig, ne? Und Thüringen. Jetzt belagern gehen ist auch doof, ne? Irgendwo.
Noch was Schönes bauen. Geht so. 18 Einfluss. Hat man doch irgendwie eine Mission, ne? Metralzürm von 60 brauchen wir, ne? Ah, ist immer gar nicht so weit weg. Okay. Haben wir hier noch was? Kirsche im Brühen, ja. Und man Stärke. Oh, das wäre vielleicht nicht schlecht. Immer noch ein bisschen Rekruten. Ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Hat man nicht noch Loyalität hoch machen müssen? Nee, ne? Hier, oder? Nee, auch nicht. Ja, war das woanders. Okay. Markov-Sache, die können doch warten. Das ist nicht so wichtig erstmal. Wir haben Nitra-Gebrauch, Militärberater. Brauchen wir noch 10 Provinzen, Hussitisch oder noch 6 hussitische Länder. Ah, da brauchen wir noch Werkstätten. Da auch. Ganz viele Werkstätten brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Na gut, muss man mal gucken. Nehme ich jetzt hier? Ich dachte, ich hätte irgendwo noch Meinung gebraucht, aber die waren wir doch nicht so. Okay. Die Wahlmonarchie abschaffen. Okay. Sie ist so schlecht, wenn man die aufgeben soll. Eigentlich nicht, ne? Mehr Diplorep ist eigentlich ganz nett. Wird einfach hier weg sind, so Blödsinn. Na gut. So, was nehme ich denn jetzt? Bin noch unentschlossen. Und Vratislav ist. Wo ist denn das? Hier. Ja, für mehr Handelseinfluss wäre das gar nicht so schlecht, ne, in der Ecke. Machen wir das mal. So. Bauen wir den mal. Hier muss noch eine Werkstatt hin. Später. Und hier auch. Müssen wir mal schauen, ne? Wie ist so die Meinung? 100, 182. Okay. Ach ja, wenn wir hier Brandenburg klein machen wollen, müssten wir uns mit Stettin verbünden. Schon mal Beziehungen verbessern. Aber die wollen eigentlich, ne? Der auch. Lüneburg wäre noch nicht schlecht. Oder Mecklenburg. Na, die sind schon recht groß. Dann lieber hier die hier. Ach, die sind sogar hussitisch. Das Personal nur mit Ingolstadt. Okay. Die hat man ja schon hussitisch gemacht, genau. Geht jetzt mal Frieden machen hier, oder? Wie schaut's aus? Das finde ich aber nicht okay, dass der hier oben ist. Der Verein. Sechser Nahkampf. Das ist heftig. Ich will jetzt eigentlich nicht gegen den kämpfen, ehrlich gesagt. Wegen Rekruten im Server und so. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Muss ich sagen.
Wir können gleich Frieden machen. Ah, er verzieht sich. Wir gehen mal da hoch. Sollte ja kein Problem sein, genau. Mal ein bisschen Rekrutenreserven verloren, aber auch nicht viel. Wenn wir halt Mailand verlieren, ne? Hat er es drauf geschissen. Du hast gerade keinen Nachfolger, aber der ist unser Rivale. Wir stützen Moldawien. Okay. Okay. Oh. Die Ehefrau ist gestorben. Ja, ist okay. Die haben aber auch keinen Bock mehr, ne? Ja, das war klar. Wenn das befreit ist, müsste es eigentlich gehen dann. An sich. Dass hier so wenig Beziehung hat, das ist ja echt übel. Gar nicht toll. Komm mal zurück. Die Meinung hier, würde ich dann nochmal ein Land beschlagnahmen? Wohl, Regeneration ist ja schon nice, ne? Man vielleicht. Was müssen wir den Adel nehmen? So, naja. Ist auch okay. So, Mailand ist schon ziemlich besetzt. Alles befreit? Ja, endlich. So, können wir jetzt Frieden machen? Immer noch nicht. Sag mal. Sehr nervig. Ja, Österreich wird noch so ein Problem mit seinen Untertanen, ne? Auf jeden Fall. Was macht Österreich da? Sehr verdächtig. Warte, und das ist Schlacht. Ach, verdammt. Okay. Günstig. Ja, mein Untertan hier. Österreich hat der Walachei irgendwie erklärt. Ah. Ah, weißer Friede. Sehr schön. Da halten wir uns da mal raus. So, bitte alle zurück. So, du willst jetzt ein Bündnis machen, da werden wir Beziehung mal stopfen. Mit wem bist du verbündet? Dänemark. Ah, Dänemark ist noch so ein Bröckchen, ne? Thüringen. Wie groß ist denn Thüringen? 43. Die könnte man noch konvertieren, tatsächlich. Oder spare ich auf Österreich? Oh, Burgund hat viel Freiheitsbestreben tatsächlich. Und da mal Beziehung verbessern. Wenn ich jetzt Brandenburg den Krieg gleich erklärt, 73. Ich werde mir da noch Söldner holen. Ein bisschen billiger. Man könnte Frankreich dazu holen, oder? Haben wir noch ein paar Dinger. Das kann man im Dezember machen. So, erholt euch alle mal ein bisschen hier. Halt keine Rekrutenreserven hier. Ehrlichen Kaufleute von Böhmen, sehr schön. Machten so die Konvertierung. Apropos. Mal unterstützenderweise bei unseren Untertanen. Mitmachen. Das schnell geht. So.
könnten auf die 30 Provinzen kommen. Ja, das können wir gut nicht unterstützen. Ne? Eine Kaserne in Praha, ja. Mehr Rekrutenreserve finde ich gut. Geben wir auch nochmal Meinung, da können wir auch Land beschlagnahmen, das ist auch kein Problem. Nicht wahr? Haben wir eigentlich... Ne, hier fehlt einer. Da habe ich ja gar keinen eingestellt. Kein Gescheiter dabei ist, deswegen. Das ist das Problem. So, Land beschlagnahmen. Das machen wir. Sehr schön. Die Dinge haben wir ja überall drin jetzt, ne? Ja, das passt. Man hätte ja natürlich auch auf Rekrutenserie gehen können. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich mach das mal ohne. Ich mach das normalerweise immer ohne, weil ich dann eher auf Söldner gehe, als das reinzumachen. Kostenstabilitätsgesundheit. Wir sind ein bisschen stabil drei, ne? So, mehr Moral, sehr gut. Freut mir. So, nochmal kurz hier reingeschaut. 3 Jahre, dann könnte man gegen Österreich vorgehen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, eh runterbekommen. Innerhalb von 2 Jahren den Krieg gewinnen, ne? Fällt mir da gerade so ein. Das wird interessant und sportlich. Ich brauche auf jeden Fall hier Kollegen hier. Yay. Ihn verbessern. Damit wir da das gut hinkriegen. Und schnell vor allen Dingen. Wie bist du sonst noch verbündet? Nichts weiter. Nur ein Kleinkram. Ah, das ist ja auch doof hier, ne? Wollte, Radikalisten, katholische Fanatiker. Da müsste man ja eigentlich noch die Religion wechseln, ne? Aber. Wo Polen würde gehen? Die Frucht des Freiheitsbestreben bekommen. Milchstärke, Wirtschaft, Vertrauen. Das Bonn und Rivalen unterworfen geht ja auch noch weg. 34. Okay. Die vertrauen mir nicht. Na gut. Also, ein Dings wollte ich einstellen. Links geschätzt dabei. Nee, den auch nicht. Ah, cool, das Waffenstillstand ist so, ne? Okay. Ich will jetzt keinen Krieg. Ich tue erstmal die Rekrutenreserve hochtreiben. Das Rad kann ich auch nicht gebrauchen. Wir können das hier mal runterstellen. Brauchen wir nicht. Den können wir mal machen. Habe ich hier erst schon ausgebaut? Voll, ja, ne? Ah, Moral, sehr nice. Nochmal 10 Moral. Sehr gut. Oh, Flüchtlinge aus Byzanz. Gerne doch. So, gegen wen kämpfst du alles? Oh, gegen den Mamelucken. Ja, das ist ja ungünstig, ne? Jetzt, also den Osman kann man echt vergessen. Kann ich schon mal sagen. Ich würde trotzdem mal Vertrauen tauschen. Also 40 haben wir. 10 brauchen wir. Nochmal 10, um den Krieg zu suchen. Nach Möglichkeit. Mal gucken, vielleicht klappt es ja trotzdem. Bin gespannt auf jeden Fall. So, dann
Vertrag konvertiert. Bei Leipzig machen sie schon selber. Okay. Nee, da kann ich da erstmal nicht mehr machen. Ich müsste da zu Polen oder so einmal, ne, überreden. Müsste ich dann eine Loyalitätsunterstützung machen. Das würde gehen. Kriegt aber einen Haufen Unruhe, ne? Nee, ich lasse den so. Das passt schon. Ist jetzt nicht so wild, wenn der nicht die richtige Religion erstmal hat. Wenn ich jetzt Brandenburg den Krieg erkläre. Ich habe nur Unterwährungskriegsgrund, ne? Schulden. Ja, doch. Könnte klappen. Schweden wird da auch mitkommen. Ja, doch, nee. Machen wir hier den Turbo rein. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen chillen, ne? Nützt ja nichts. Und ein bisschen Geld ansammeln vielleicht noch. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Bis dahin haben wir auch die 10 Dings beim Franzosen. Kann er uns da auch unterstützen? Ist das, die im Main abgegeben haben, ne? Dass da kein Krieg stattfand. So, du kommst mal zurück. Jetzt wollte ich hier nochmal kurz reinschauen. Muss ich doch zuerst den Krieg gegen Österreich führen, da werden wir nicht drum rumkommen. Aber jetzt schön die RAE abgebaut. Das ist gut. Aber erst den Krieg gegen Österreich, dann gegen Brandenburg, dann wieder gegen Österreich, für Ungarn, würde ich sagen. Könnten natürlich auch ein goldenes Zelda da machen, ne? Am Anfang wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Gib mir nochmal Moral. Komm, wir machen das jetzt. Das goldene Zeitalter Böhmens beginnt. Wir haben ja jede Menge Punkte da, ne? Sagt die Mission. Bei der Industrialisierung. 5-mal verbessert. Und hier, wenn das passt, da brauche ich nur noch Werkstätten. Und die müssen wir verbessern. Würde ich eigentlich auch hier Dings reinmachen. So. Habe ich hier schon? Ah, habe ich auch nicht gemacht. So. Hier auch noch. Hier auch noch. Damit wir mehr Wirtschaft kriegen da. Ist zwar ein bisschen der Unterhalt teurer, aber ist okay. So. Noch mal und einmal noch so. Okay, das andere war der hier. Machen wir das auch noch mal ankurbeln. Da pumpen wir hier mal Pünktchen rein. Okay, das war's. Hier noch, das war Verbesserung bei 15. Ne? Okay, und so. Ja, da haben wir auch schon 5. Okay, dann können wir hier noch einmal verbessern. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Wir haben Facettenschliff bekommen. Das ist ein sehr geiles Event. Edelsteine Rotori wird nun an produziert. Sehr nice. Das ist richtig gutes Event hier. Edelsteine sind sehr wertvoll. Sehr cool. Und dann kriegen wir nochmal böhmischer Kristall-Event. Wenn wir die Mission abschließen, werden wir mindestens 3 Provinzen mit Glas produzieren.
Ah, jetzt haben wir hier natürlich das Glas verloren. Das ist sehr ärgerlich. Ja, drei Provinzen mit Glas sind ein bisschen schwierig, ne? Leider. Hier wäre eins und da hinten, am A der Welt. Okay. Schauen wir mal. Haben wir hier mal Spionagenetzwerke? Was willst du? Geld? Okay. Ausnahmsweise. Immer so nett. Willst du auch noch mal Geld? Ne. Wäre gar nicht in die Tüte. So. Okay. Ja, ein Jahr noch. September. Dann kommen wir wieder. Der hat halt eine arschvolle Rekrutenreserve, ne? Aber dafür haben die anderen nichts. Was schon mal gut ist für uns. Brauchen wir da noch Söldner? Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen mit dem Zeug. Darlehen behalten wir erstmal. OS zumindest. So, hier können wir wahrscheinlich die Dings rausnehmen. Ne, noch nicht. August erst. So, Herr Osmane, wie schaut es denn bei Ihnen aus? Würdest du mitkommen? Auf Frankreich kommt schon mal mit, ist gut. Osmane nicht, weil immer noch ein Haufen Schulden und Kriegsmüdigkeit. Na, super. Schuldenkrieg weit weg. 30 gefallen, ne? Das ist nicht viel. Das wird nicht reichen. Richtig. Bisschen doof. Irgendwelche interessanten Staatsseen? England. Ein Anjou. Interessant. So, du bist hier auf 25 schon, weil im Reich ist ein bisschen teurer, die Ansprüche. Ah, 30 sogar, okay. Hab nichts gesagt. Hm? Wie gesagt, Geld hebt man noch auf. Hier haben wir 20 Einfluss, das ist gut. Wird hier natürlich upgraden, ne? Oder hier die Werkstatt bauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Leider haben wir keine drei Glasprovinzen. Was kriegt man dafür? Produktionsgebäude wird verbessert. Das wäre natürlich schon geil gewesen. Dann würde ich das noch offen lassen, tatsächlich. Die Werkstatt können wir schon mal bauen. So. Vielleicht ist es soweit. Haben wir hier mal unsere Ansprüche. Ihr könnt alle zurückkommen. So. Und Manöver, Armeeanführer. Der Unterhalt ist natürlich schon geil. Das zweite auch. 30, 6. Die sind auf 5. Okay, die hängen noch ein bisschen hinterher. Ist okay. Also, militärischer Vorteil wäre schon gut, ne? Diese Situation. Okay, wir haben wieder 17.000 Reserven, das ist gut. Wann war das denn, da habe ich gesagt? September, okay.
Überhaupt das was bringt, wenn ich den jetzt sage, Kriegsvorbereitung. Mal gespannt, bei dir auch. So, Armeen wieder mobil machen. Söldnereinheit, was haben wir Schönes? Also 8 könnte man noch, ohne Probleme. Oh, der ist nett, die Schweizer Garde. Weite Kartenunterhalt können wir uns auch leisten. Die Friesen. Moral, okay. Die Doppelsöldner, ja, da ist. Die Schweizer Garde mir fast lieber, ne? Aber noch was ganz Kleines? Hier, die Doppelsöldner. Die würde ich mir auch noch holen. Kann man es wahrscheinlich dann nicht mehr leisten. Da habe ich nicht drauf geachtet, wie die kosten. So, gleich geht der Krieg los. Hätte ich ein bisschen früher machen können. Mhm. Ne, können wir uns leisten. Cool. Oh, Moskau hat uns beleidigt. Die Säcke. So, dann machen wir hier überall Anschlüsse. Untertan sagen wir auch anschließen. Ist okay. So. Ich bin gespannt. Also, Österreich können wir angreifen. Frankreich kommt mit. Rara kommt nicht mit. Sehr gut. Du auch nicht. Osmane und Dingens wollen alle nicht, weil. Kriegsmöglichkeit, Rekrutenreserve. Ah, es ist ärgerlich. Landversprechen auch nicht, oder was? Doch, bitte. Aber es sind nur 20, ne? Wenn der Osmanen nicht so viel Schulden hätte, muss das mit ein weniger machen. Machen wir mal. Wien. Ich bin gespannt, ob das gut geht. So. Okay. Ich bin gespannt. Wir warten kurz, bis die Armeen hier alle da sind. Wir sind eh noch kurz ein bisschen die Moral erhöhen. Oh ja, Geld. Geld ist gut. Jetzt sagen wir, nehmen sie erst die Kleinen raus. Hm? Ja, glaube ich am besten. Also ein Kleinkram. Der Nachverstellt. Muss das sein? Echt jetzt? Ach, er wird sterben. Ach, nö. 163 ist aber nicht gut. Boah. Oh, Brandenburg hat keinen Nachfolger? ETF? Da muss ich doch mal Beziehung verbessern hinschicken. Ah, das ist ja ärgerlich, ja. Ich habe auch ein Pech in dem Spielstand. Mit schwachem Anspruch. 163. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, gut. Muss man nehmen, was wir kriegen, ne? Ist jetzt nicht so optimal. Wenn ich jetzt rausfeuer, kriege ich da was Besseres? Die andere Frage, ne?
Der hat auch keine Truppen wirklich, ja. Sein Stausen gerade mal. Warte, das ist aber. Ist aber gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier kann man in die Admin reingehen. Wenn wir eine neue Idee nehmen. So, da würde ich auf die Diplomatie gehen. Erst einmal. Warte mal, hier müssen wir auch mal einen abspalten. Das sind mir zu viele Truppen da oben. Müssen die mal ein bisschen aufteilen, so ganz leicht. Sieht aber ganz gut aus hier. Wird da mal jemand anschließen oder so? Ist möglich? Oh, die sind Österreich da hochgekommen. Was ist das hier? Eine Dreierfestung. Warte mal, mir. Mal kuppel dich ab. Das wieder anschließen. Genau, so ist gut. Dann können wir hier in der Zeit besitzen. Sehr schön. Regens müsste man noch. Oh, reicht so voll. Oh, der Deutsche Orden will beitreten. Oh, das ist nicht gut. Jetzt ablehnen. Oh, der Kaiser befürwortet sogar. Oder was? Nee, doch nicht. Ah, die wollen halt das hier machen, ne? Meine Untertanen? Die wie in Hessen. Zumindest, ne, doch Österreich wird noch gewählt, ne? Ah, das ist natürlich doof. Na, müssen wir mal schauen. Nürnberg besetzt, juhu. Ist noch hier dabei? Bregenz. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier die Sachen besetzt. So, Nürnberg können wir rausnehmen. Die werden einmal der richtigen Religion hinzugefügt. So. Okay. So, Herr Dingens. 44%. Okay. Und das ist durch. Dann einmal darunter. Das ist beides doof hier, ne? Gehen wir einmal dahin. So, die Dinge können wir rausnehmen. Regensburg. Ah, der hat eh keine Truppen mehr, okay. Ah, der ist auch schon hussitisch. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ah. Okay. Lass mir trotzdem mal dein ganzes Zeug geben. Plünder machen wir nicht. Vertrag können wir lassen. Andererseits. Habe ich Angst dagegen, wenn du das verlierst? Ich glaube, du gehst mal lieber da hoch. Ne? Anbusch? Alles nicht gerade noch ein anderer. Bin mir da ziemlich sicher. So, genau. Entwickler und Kurbel mal rausnehmen hier. Ich wieder vergessen, siehst du.
So. Noch ein Diplomat könnte man dazu hören. Brauchen wir aber erstmal nicht. Ich gehe dann lieber erstmal hier rein. Würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal eben kurz schauen. Wenn ich dann gewinne. 6 Provinzen brauche ich, ne? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. 2, 3, 4, 5, 6. Hui! Das gibt wieder AE. Vom Feinsten. Und 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ist auf jeden Fall mehr AE. Sechzig, das ist besser. 50, 57, ja, dann lieber so. 56, 62, ja, dann so. So wäre optimal, aber. Ah, das werden wir nicht mehr schaffen, verdammt. So schnell kriegt man das, glaube ich, nicht hin. Hm. Oh, ich sehe gerade. Den einen kann man absägen. Immer noch einen besseren? Nee. Nee. Na, immerhin. Na. Nee. Ah, es wird einmal eine harte Schlacht auf jeden Fall. Wenn ich da jetzt reingehe. Er hat eine bessere Breite, ne? Wie die Kavallerie haben der 2 nur. Ich hab. Ja, komm. Wir haben mehr Moral. Müssten wir mehr haben, zumindest, oder? Ja. Einen ganzen Dingens mehr. Ja, guck mal. Ist ja kein Thema. Sehr schön. Da haben wir noch einmal hier unten drauf. Achso, warte mal, das Problem, wenn jetzt die Armee zurückkommt, wird auch schlecht sein. Ne? Eventuell. Wo das sind genug drin eigentlich. Ja, da könnte es ein bisschen knapp werden, muss man mal schauen. Ich laufe erstmal da runter. Und dann schauen wir mal. Der haut ab. Kommst du mal zurück? Ich glaube, er hat den Mauerdurchbruch gemacht, ne? Nee, kann er ja noch gar nicht. Wir haben gar keine Kanünchen. Meinung von Brandenburg? Gerne. Leider keine Staatsehe, ne? Das ist sehr schade. Wäre jetzt cool gewesen. Ah, shit. Mist. Schade. Da habe ich nicht aufgepasst. Rückzug. Hier ist Wald, ja, das ist okay. Wie sieht er, ist tot? Schade. Nehmen wir mal die Inflation, zweite Option. Okay. Ah, jetzt kommt da gleich die Armee, ne? Wenn ich auch mit der rechtzeitig hinkomme. Gespannt. Ja, nee. Okay.
Sowas ist natürlich ärgerlich. Nee, da müssen wir hier erstmal das Ding beschützen. Das nützt ja nichts. Beziehungsweise, du könntest jetzt belagern. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn da so fette Armeen kommen, ne? Machen wir es so. War jetzt ein bisschen doof. Und mein Bonus kriege ich gleich nicht mehr. Schade. Ah, wirklich sehr schade gewesen. Hm. Zeit voraus Bonus. Sehr schön. Ah, der kann ja auch nicht belagern hier. Ja, da muss ich erstmal Wien belagern. Das nützt ja nichts. Magie weg. Plünderung von Wien. Oh, sehr geil. Ja, klar. Wird geplündert. Sehr nice. Da Belagerungszeug dabei. Ja, ist. Okay, sehr gut. Hat geholfen. Wunderbar. Gut. Würde ich sagen, mit der Eroberung Wiens machen wir mal Schluss für die Folge. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.